Hallo zum Welt-Orang-Utan-Tag. Auch dieses Jahr, im Jahr 2022, sieht die Lage von Orang-Utans immer noch katastrophal aus. Alle drei uns bekannten Arten sind vom Aussterben bedroht und das Thema Orang-Utans hat auch einen ganz lokalen Bezug. Hier hinten im Zoo leben nämlich 5 Orang-Utans. Letztes Jahr im Frühjahr wurde im Stadtrat darüber gesprochen, wie es mit diesen Affen weitergehen soll, und es ging um die Planung eines neuen Orang-Utan-Hauses. Wir hatten dazu einen etwas anderen Vorschlag, nämlich dass geprüft werden sollte, ob die Affen oder nur Teile der Affen umgesiedelt werden können in eine Auffangstation und ob wir das Geld nicht lieber für den Erhalt von Lebensräumen ausgeben wollen. Das wurde im Stadtrat leider abgelehnt und deshalb gibt es jetzt einen prestigeträchtigen Neubau. Problem an der Sache ist, dieser Neubau kann gar nicht artgerecht sein. Orang-Utans brauchen mindestens mehrere hundert Hektar Lebensraum, und zwar nur ein einzelner Orang-Utan. Und obendrauf kommt noch, dass das Einzelgänger sind, maximal Mütter mit ihren Jungen leben zusammen. Und alle anderen brauchen halt ganz viel Platz für sich alleine. Und die Krönung des Ganzen ist, es wurden auch gar nicht alle Anträge dazu behandelt. Es gibt immer noch einen anhängigen Antrag, bei dem geprüft werden sollte, ob es eine geplante Zucht von Orang-Utans in dem neuen Bau geben soll oder nicht. Unabhängig davon, was man jetzt politisch von diesem Affenhaus hält, auch finanziell ist der Vorgang durchaus kritikwürdig. Das Gebäude wurde damals mit etwa 17 Millionen Euro veranschlagt, wovon der Zoo 12.000 Euro beim Stadtrat als Kredit beantragt hat. Und das hat damals schon unser Piratenstadtrat Martin Schulte-Wissermann kritisiert. Was genau er kritisiert hat, das seht ihr jetzt noch mal kurz zusammengefasst. Das lässt den Zoo dann im Jahr 2031 mit fast 10 Millionen Euro Schulden zurück und kein Mensch weiß, wie der Zoo dieses Geld jemals zurückzahlen soll. Und natürlich wissen wir, was dann passiert. Wir wissen, was im Jahr 2031 passiert. Der Zoo wird sagen, ups, wir können das Geld nicht zurückbezahlen. Der Stadtrat wird natürlich dann aushelfen. Die Vorhersage, die Martin damals getroffen hat, nämlich dass der Zoo dann in ein paar Jahren mit einem Schuldenberg dasteht und die Stadt sehr wahrscheinlich einspringen muss, zeichnet sich immer deutlicher ab. Durch den Ukraine-Krieg und auch die Inflation haben sich die Kosten bereits verteuert. Man geht mittlerweile davon aus, dass 20 Millionen statt der ursprünglich geplanten 17 Millionen zu Buche schlagen werden. Und es sind noch bei weitem nicht so viele Spenden eingegangen, wie der Zoo es sich erhofft hatte. Das bedeutet, der Zoo wird diese mehr Kosten aus eigenen Mitteln tragen müssen. Dadurch wird es für ihn noch schwieriger sein, den Kredit bei der Stadt zurückzuzahlen. Und was man auch nicht vergessen darf, natürlich auch die steigenden Energiekosten und Versorgungskosten für die Tiere betreffen nicht nur Privathaushalte, sondern eben auch ein Unternehmen wie den Zoo. Die Prognose ist dementsprechend düster. Menschenaffen werden weiterhin in Gefangenschaft gehalten. Der neue Bau kann überhaupt nicht artgerecht sein, egal wie hübsch und schön er von außen aussieht. Und es wird sich ein gewaltiger Schuldenberg ansammeln. Und ja, es gibt leider keine Möglichkeit, diesen Beitrag jetzt irgendwie positiv mit einem Lächeln abzuschließen. Das Einzige, was wir euch versprechen, ist, wir werden die Situation weiter beobachten und wir werden uns weiter dafür einsetzen, dass seltene und vom Aussterben bedrohte Tierarten, die vor allem auch dem Menschen sehr ähnlich sind, nicht weiter unwürdig in Gefangenschaft gehalten werden.